wir sind witzigerweise in einer Sandwüste, genannt Car Cross Desert, Caribou Crossing Desert. Witzig, hier mitten im Yukon eine Sandwüste, würde glaube ich keiner erwarten. Und hier findet heute statt das vierte Event der 2014er Fulda Challenge, und zwar ein Rennen auf Quads, auf ATVs, immer die Teams paarweise gegeneinander. Und du kannst eines dich darauf verlassen, das macht riesen Spaß, man kann schön driften, rutschen und es wird sicher ein cooles Event. Eins, zwei! Danke dir. Wie war's, Markus? Super cool. So echt, das ist sehr cool. Das ist wirklich voll einfach. Zum ersten Mal ausprobiert, aber es macht voll Spaß. Abgerutscht und ist das ganze Ding auf mich draufgekippt. Aber egal. Hingestellt, weitergemacht. So ist das im Sport, oder? Wie war die Tour? Ja, hat voll Spaß gemacht. Am Anfang habe ich mich noch nicht so getraut. Die Fulda Challenge, die ist nichts für Mädels. Ich habe mir gerade meinen Fingernagel abgebrochen. Aua. Und wenn ich dann euch, wenn ich hier bei den beiden Pylonen durchfahre, mit der fahrenden Winkel, macht ihr eine Vollbremsung. Dritte Fahrt mit 60 km/h. 60. Genau. So, und dann müsst ihr ungefähr, wir haben es mal probiert, bei 30 brauchen wir knapp 10 Meter, bei 40 haben wir 20 Meter gebraucht und bei 60 50 Meter. Dann 18,35 Meter. Okay. Hier. Hier. Sieben 46. Vierunddreißig Meter 22. Fünfunddreißig. Zwölf Meter 66. So gefällt mir der Yukon am besten. Fell der guten Laune. Ja. Ja. Und außerdem komplett gaga. Eigentlich muss ich mal raus und stehen. Dann gebe ich mal kurz Achtung. Oh Gott.